Wir sind beim Landmine Push angelangt. Die Voraktivierungsübung war der Military Press und der Andi wird das zeigen, quasi, wie er mit 5 Wiederholungen versucht, quasi Schnellkraft in der Streckerschlinge wieder zu erlangen. Geht los, Andi, er tut es rauf. Ein zweiter ist sehr, sehr wichtig bei der Übung, quasi, damit er die Langhantelstange fängt. Geht los. Zack, und push. Ja, aber genau. Er gibt es dann wieder, dann braucht er sich auf das Fangen nicht übermäßig zu konzentrieren und er kann wirklich diesen Dehnungsverkürzungszyklus quasi in dieser Schlinge wieder auslösen. Ja? Wir machen das Ganze kniend quasi, damit er sich wirklich rein fokussieren kann auf diese Bewegung quasi aus der Schulter, aus der Brust und aus dem Bizeps. Genau. Und genau, dann machen wir es selber noch auf der anderen Seite. Genau. Der Vorteil ist, wenn man es wegschießt, die Stange, haben wir keine Bremsbewegung in der Beugerschlinge wieder drinnen. Ja? Das heißt, wir können mehr Power erzeugen, wenn wir was wegwerfen. Ja? Und deswegen werden wir das so ausführen. Ja, aber komm, zwei, schub, schub, yes, schub, yes, nice, gut, perfekt, genau, perfekt ausgeführt. Und man hat wieder eine sehr, sehr spezifische Übung eigentlich für den Sport Football.